Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Frühlingswald. Seht ihr das Häschen? Das Häschen in der Grube? Da hinten sitzt es. Dort. Wir sind gerade eben noch mal ein bisschen hier ein paar Brötchen holen gewesen. Und wir haben auch schon Blumen geholt. Die stehen da vorne. Die haben wir am Wegesrand stehen lassen. Wen juckt das? Also wir sind jetzt im Wald unterwegs. Mein Schnucki wollte hier noch ein bisschen Bärlauch holen. Und dann, Schnucki, wie lange wollen wir denn noch hier bleiben? Guck mal, so kann man jedes Bärlauchfeld im Moment erkennen. Ja. Überall, wo diese weißen Blumen sind hier, ist Bärlauch. Kann man die weißen Blumen hier sehen? Das ist das Bärlauchfeld. Da hinten ist auch noch was. Also, wenn irgendjemand Bärlauch pflücken möchte, jetzt ist die Gelegenheit. Ab in den Wald und nach diesen weißen Blumen Ausschau halten. Total auffällig. Und dann habt ihr Bärlauch. Mag jeder Bärlauch? Hier sind nochmal Maries Blumen in Nahaufnahme, die sie sich eben geholt hat. Nein, Quatsch, die sie hier im Wald gepflückt hat. Nein, hat sie im Wald wachsen nicht so viele Blumen, außer an dieser Stelle hier. Ich habe gerade gedacht, ich gucke hier nicht richtig, aber das hier ist Waldmeister. Das, willst du mal riechen hier, Schnubbi? Waldmeister, tatsächlich. Krass, ne? Ja. Das riecht richtig wie so ein Waldmeister-Pudding. Ja. Oh. Ich habe ja früher mal Waldmeister-Pudding gegessen, gerne sogar. Ja, er schmeckt den auch. Und jetzt kein Zucker mehr, also auch kein Waldmeister-Pudding mehr. Aber wenn ich denn sowas riechen kann hier, erinnere ich mich doch nochmal an früher. Oh, früher, die Zeiten früher waren so gut. Hast du das dann weg? Ich trage alles hier. Gib mir auch noch die Blumen her. Die Blumen trage ich schon. Okay, das ist unser Frühstück. Das sieht immer so wenig aus, aber das ist, wenn man das gleich wäscht, das ist eine... Dauert noch mal eine Stunde. Zweimal, ne? Salate, das ist eine Salatschüssel. Oh, das passt mal gar nicht zu meinem Waldmeister. Oh, Grill. Das hier ist hier eher so Grill-Session und das andere ist eher Bonbon-Tüte da unten. So gemütlich gehen wir hier gerade durch den Wald. Hier sieht das besonders gemütlich aus. Sieht aus, als wenn du gerade irgendwo im Lager am Schleppen wärst. Ganz schön großes Lager. Wie viele Kilometer musst du noch laufen? 10. Okay. Natürlich unterstütze ich sie auch, ne? Ich trage nicht nur die ganze Zeit hier die Brötchen. Warte mal, ich habe die Brötchen. Du kannst schon mal vorgehen, ne? Willst du frühstücken ohne mich? Lecker. Hier, jetzt hier Bärlauch aufs Brötchen legen. Ist auch alles da, ne? Ja, aber Bärlauch, was du wie verstaubt bist. Und dann könnte ich auch noch ein Waldmeisterbrötchen essen. Ja, okay. So, kannst du dann noch? Oder soll ich dich mal ablösen? Okay, also wir gehen jetzt mal hier entspannt nach Hause. Und da sind wir auch schon wieder zu Hause. Wir haben heute 10.072 Schritte geschafft. So, das ist mal wieder, wir haben mal wieder 10.000 Schritte und... manchmal machen wir die ja auch nicht. Ich wollte jetzt ganz kurz nochmal hier eine Neuerung zu meinem Magnet-Hobby zeigen. Beim letzten Mal lief diese Tonne ja noch dreigeteilt, ne? Also da gab es drei Teile, jetzt sind es nur noch zwei. Also eins, zwei, eins, zwei. Ich bin allerdings nach wie vor noch nicht dazu gekommen, irgendeine... Also ich habe hier immer angefangen, sowas zu bauen, ne? So ein... Sowas hier, das sollte dann da oben drauf stehen. So, also hier drüber. Kann man das so in etwa sehen. Und dann sollte dieses Drehteil hier, sollte dann den Anschwung bringen hier. So. Und es funktioniert alles nicht. Es bleibt zurzeit immer noch dabei. Das Einzige, was funktioniert, ist, manuell dieses Ding hier zum Drehen zu bringen. Ich weiß noch nicht, wie ich das anders machen soll. Ich habe zwar noch eine Idee, aber also ich habe vor allen Dingen auch ein Video geguckt mit einer ganz anderen Technik. Das nennt sich Perendev-Motor. Ich weiß ja nicht, wie das hier heißt, aber dieser Perendev-Motor, der kommt mir auch viel logischer vor. Ich glaube, ich werde dieses Dings hier mal einmocken und mit dem anderen Teil anfangen. Naja, oder
Vielleicht sitze ich auch hier irgendwann mal in einer ruhigen Stunde und, guck mal, da ist auch eine Unwucht drin, ne? Also in einer ruhigen Stunde und bastel hier irgendwas zurecht. Komm, dreh dich. Guck mal, nur dieser Magnet hier, der müsste irgendeinen so einen Klack, 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 Klack und dann dreht sich das. Das Problem ist, es dreht sich zwar, aber da dran soll ja dann auch noch ein wie auch immer gearteter Generator angeschlossen werden. Und das schafft er nicht. Ich habe schon mal das Ding hier gedreht, so manuell immer, dreh. Und am Rand so mit der Hand so ein ganz kleines bisschen meine Hand so an diesem Rad hier schleifen lassen, hier so an dem Rand hier so an der Seite. Und das Ding steht sofort. Also damit wird das nichts. Mein Versuch also, ich möchte ja im Grunde, ich hatte es auch schon mal erzählt, im Dezember und Januar, wenn mein Solarsystem hier, dieses hier, das funktioniert ja übrigens wie Sau, ne? Also ich habe das ein bisschen erweitert. Wir haben ja hier einmal einen Wechselrichter Nummer 1 und einen Wechselrichter Nummer 2. Der ist so für Küche und Wohnzimmer gedacht. Und dieser hier ist für die Computer gedacht. Da ist auch Ash mit dran. Ja, also, und im Dezember und Januar, das sind 2 Monate, da funktioniert das einfach nicht so richtig, ne? Man hat da nur Strom so für, ja, der Kühlschrank lief, glaube ich, so relativ durch. Mussten wir nur ab und zu mal an Festnetzstrom anschließen. Und Fernsehen konnten wir eigentlich immer damit. Meistens. Aber das war es dann auch. Keine Waschmaschine, keine Geschirrspülmaschine, kein. Ich meine, das ist schon nicht schlecht. Also es ist nicht so, dass dieses System überhaupt keinen Strom bringt. Nur im Dezember und Januar war es etwas weniger. Alle anderen Monate haben funktioniert. Das heißt, ich musste im Grunde nur im Dezember und Januar ein wenig dazu beisteuern können. Eventuell kriege ich das auch noch doppelseitig hin. Ne? Dieses hier, wenn da eine entsprechende Mechanik dran ist, die das Ganze hier steuert, das könnte ich ja auch auf der anderen Seite machen. Dann hätte ich die doppelte Leistung. Oder eben gar keine, wenn das nicht funktioniert. So, jetzt gibt's Frühstück. Oh, was für eine Abwechslung. Es gibt Joghurt mit Himbeeren, Nüssen, Kernen und Walnussöl. Okay, Schnucki, was isst du? Was gibt's bei dir? Das. Auch. Aber wir haben keine Heilbeeren. Und noch ein wenig Zitrone und Orange. Ich mache für mich Orange. Achso. Also, wir frühstücken jetzt mal schnell. So, Leute, und jetzt sind wir hier nochmal auf der Kommentar-Couch. Allerdings ohne die Couch. Nur die Kommentare. Und zwar auch nicht mehrere, sondern nur 2. Von Taschenlampe. Der Name ist auch schon. Wer nennt sich denn Taschenlampe? Heißt der also Herr Lampe oder Herr Taschen? Taschenlampe, nur weil er so schlau ist und so hell ist. Ah, weil ihm die Birne aufgeht. Ja. Also ich finde ja solche Kommentare immer geil, ne? Da schreibt er hier, was für eine dumme Überschrift. Zu dem Video, Marie hat Scheidung eingereicht. Sie liebt mich nicht mehr. Ich fand die Überschrift eigentlich ganz gelungen, oder? Was sagst du dazu? So gut, ne? Ja. Es ging doch auch darum, dass du die Scheidung eingereicht hast. Ich habe sie auch eingereicht. Im Grunde übrigens musste ich gerade meine Zeit überbrücken, weil ich habe gerade zu spät OPC eingeschmissen und muss jetzt eigentlich eine halbe Stunde warten, bevor ich Milchprodukte essen kann. Wusste ich auch nicht, weil diese OPC, Polypolygomere oder wie die heißen, binden sich an das Eiweiß im Joghurt oder in der Milch. Und dann sind sie nicht so bioverfügbar oder so. So heißt das, glaube ich. So, also, das war dieses mit der Überschrift, das fand ich auch gar nicht so schlimm, ne? Aber dann kommt hier so ein Ding, da schreibt er, ich kann deine Angetraute nicht ab. Und du denkst, sie liebt dich, die ist doch nur geldgeil. Auf seins, ne? Also, vielleicht ist es andersrum. Ja. Wird mich entdeckt. Tja. Nein, also pass mal auf. Ich weiß jetzt nicht, worauf sich das bezieht, dieses Geldgeil. Worauf bezieht sich das? Also da auch müsste nicht. Man schon ein bisschen mehr schreiben. Ist sie geldgeil, weil sie mir angetraut ist? Also, er hat kein Geld. Kannst rausschneiden. Ich habe auch nur noch nicht. Ich bin ja nicht reich, ne? Wobei, aber dafür bin ich mit ihm nicht zusammen, Mann. Wir googeln mal ganz kurz hier. Ab wann ist man reich? Just a moment. Ich habe das nämlich mal schon mal gegoogelt. Und habe mich da echt gewundert, ne? Ab wann ist man reich? Wir sind ganz reich an Erfahrungen in unserem Leben. So, was habe ich denn da geschrieben? Ab Ian ist man reich?
Ab wann ist man in Deutschland reich? Nachrichten.handelsblatt.com. Kann man sich darauf verlassen, was sie schreiben? Kann man deine Verschwörungstheorie mal weglassen? Das ist eine richtige Quelle, die du da hast. Ein Überblick über die Einkommensverteilung in Deutschland mit 1 Million für die reichsten Zehntel in Deutschland, weniger ungleich. Gut, sie reden von 1 Million. Wir fragen mal andersrum. Ab wann ist man arm? So, und? Armutsgrenze in Deutschland. Ab wann ist man offiziell arm? Gucken wir mal, was steht denn da? Braucht man hier irgendwie einen Betrag? Ab wann denn? Da steht gar nichts. Ich finde das voll blöd, dass man das so aufs Geld bezieht immer. Dieses Durchschnittseinkommen gilt als normal. In Deutschland liegt das Durchschnittseinkommen laut Statistischem Bundesamt bei 1.301 € für eine Einzelperson. Jede Person, die 60% oder weniger als Durchschnittseinkommen zur Verfügung hat, befindet sich unterhalb der Armutsgrenze. Das bedeutet, mit einem Nettoeinkommen von 781 € oder weniger gilt eine alleinstehende Person als arm. Also gut, arm bin ich denn nicht. Ich habe 282 € im Monat. Nein, so. Also jetzt mal ganz kurz. Als ich das vorhin gelesen habe, habe ich gedacht, ja geil. Zeig mir mal eine einzige Person, die nicht geldgeil ist. Eine einzige Person, die nicht geldgeil ist. Geldgeil meine ich jetzt aber damit, ja, wenn du deine Miete bezahlen musst, wenn du deine Heizung bezahlen musst, wenn du deinen Strom bezahlen musst, wenn du dein Essen bezahlen musst, wenn du deine Klamotten bezahlen musst, wenn du das alles nicht von Oma und Opa gekriegt würdest oder von Mami und Papi oder von deinem Angetrauten oder deiner Angetrauten oder vom Staat. Ja, das gibt ja auch Leute, die kriegen dann vom Staat Geld, jeden Monat. Die sind dann vermutlich nicht geldgeil. Aber eigentlich doch, denn sie bräuchten das nicht annehmen. Denn wenn man nicht geldgeil ist, braucht man ja wohl kein Geld, ne? Also, wo ist denn da die Geldgeilheit, die nicht jeder hat? Jede einzelne Person auf der ganzen Welt ist geldgeil. Alle gehen arbeiten. Arbeiten tun sie, damit sie das bezahlen können, was sie haben müssen, um überhaupt zu leben. Und ja, einige halt ein bisschen mehr, einige ein bisschen weniger, einige sind mit weniger nicht zufrieden, die wollen halt ein bisschen mehr, wollen ein teures Auto fahren, andere eben auch nicht, aber wir müssen es alle machen. So, und analog dazu könnte man jetzt auch sagen, in der damaligen Wildnis, als die Menschen entstanden sind sozusagen, als wir noch alle in Höhlen gehaust haben, da sind die Leute ja nicht geldgeil gewesen, ne? Aber sie sind mammutgeil gewesen. Ach nee, Mammuts und Menschen haben, glaube ich, nicht zusammengelebt. Dann eben Rindergeil oder Schweinegeil. Schweinegeil. Ich bin Schweinegeil, ne? Oder du oder er, sie, es. Also, oder jemand ist Bärengeil oder Fellgeil oder Höhlengeil. Ja, versteht ihr, was ich sagen will? Diese Menschen brauchen was zu essen, zu trinken, zu wohnen, sie brauchen Sicherheit, bla bla bla. Kostet alles Geld heutzutage. Früher hatten die es auch. Nur, sie haben sich selbst geholt. Waren die denn auch geil? Also ich möchte mal sagen, jemand, der das sagt, so eine vollidiotische Auskunft ist unter aller Sau. Ich weiß nicht, was das soll. Sie ist doch nur geldgeil. Was ist das für ein hingekotztes Ding? So, jetzt habe ich mich genug ausgekotzt. Und ich habe immer noch nicht die halbe Stunde überbrückt. Was mache ich denn jetzt? Ein bisschen was trinken? Wassermelone. Eine halbe Stunde muss ich überbrücken. Wassermelone, das ist lecker. Nee. Ach, scheiß auf die halbe Stunde. Ich esse jetzt einfach. So, guten. Guten. Also ich habe hier ein bisschen was schön gemacht. Oh, da fehlt noch in der Mitte eine Kirsche oder so. Da ich so geldgeil bin, habe ich gedacht. Jetzt reite da auch nicht so drauf rum, ne? Muss ich jetzt unbedingt mal machen. Also ich meine, ich habe auch manchmal so einen Eindruck, der sich mir so aufdrängt, wenn ich so einige Kanäle mir angucke. Das gibt Leute, die sind echt geldgeil, ne? Ja. Beziehungsweise man erkennt dann, wenn es zusammenbricht, dass die total im Arsch sind und keinen Bock mehr haben und im Zweifel auch aufhören, Videos zu drehen. Vielleicht, weil sie arbeiten gehen müssen. Obwohl, diese Leute haben dann immer noch so viel Geld, wie fast keiner hier von uns, ne? Aber die denken dann, ihr Kanal ist zusammengebrochen. Weißt du, von wem ich rede? Nein. Nee, ich auch nicht. Ich habe jetzt Hunger, guten.
Und weiter geht's hier mit der fröhlichen Bastelstunde. Ich habe jetzt das Ding wieder verlassen und bin hier bei meinem Fahrrad zurück. So, und zwar haben wir das hier jetzt mal so gemacht, wie in diesem... Oh, ich habe diesen Namen vergessen. Wie hieß der Motor noch? Parendev oder Parandev oder so? Habe ich vorhin gesagt im Video. Also, hier ist ein Magnet und von dieser Seite Metall. Schirmt also den Magnet ab, angeblich. Hier ist ein Magnet und von der Seite Metall. Schirmt also auch. So, da war mal der Akku leer. Jetzt geht es nochmal von vorne los. Also, diese beiden hier, wenn sich das Rad jetzt von dieser Seite hier dem Magnet annähert, wird der Magnet durch das Metall in diese Richtung zu dem Magnet abgeschirmt. Und hier in dem Bereich, wo die Abschirmung zu Ende ist, soll sich das dann abstoßen. So. Und dann soll das gehen. Allerdings ist das ja nun echt jetzt hier nur so eine... Ich habe das nur so mal lose hingelegt hier. Ne? Also hier auf Schraubkartons und hier so lose auf das Bretten. Kann das ja auch schon wieder nicht richtig funktionieren. Weil das soll ja das andere wegschieben. Schieben sich eher hier diese Winkel weg, als dass sich das Rad dreht. Aber man kann schon mal so ein bisschen erahnen, dass das vielleicht klappen könnte. Es kommt natürlich auch hier jetzt wieder auf die richtige Ausrichtung der Magneten an. Der Magnete, also ne, normalerweise wird das Rad doch jetzt stehen bleiben, wenn es sich einfach nur durch den Schwung drehen würde. Und man sieht ja auch, es gibt immer wieder so einen Hupp, 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 also immer wieder so ein Magnet, der da was wegschiebt. Aber letzten Endes bleibt es stehen. Also, wenn man, jetzt könnte man sich das ja auch so mal hinstellen hier, dass man mal guckt, wie ist denn das bei dem Magnet hier? Okay, der wird jetzt, also der ist noch im Bereich der Abschirmung. Dann schiebe ich den mal ein kleines Stückchen weiter vor die Abschirmung. So, hey, so. Guck mal, ne? Und dann geht hier schon der eine Winkel zur Seite. Das soll ja eigentlich auch nicht passieren. So, den lassen wir mal aus hier. Diesen hier gehen wir mal ein ganzes Stück vor die Abschirmung und dann noch ein Stückchen weiter vor die Abschirmung. Aus den Augenwinkeln habe ich schon wieder gesehen, eben, dass sich das Ding bewegt hat. So, also hier mal noch ein Stück vor der Abschirmung und dann gehen wir mal hier da auch nochmal. So, guck mal, dann dreht sich das doch schon ein Stückchen weiter. Allerdings jetzt nicht mehr weiter, weil diese Abstände hier von Winkel zu Winkel, guck mal, hier habe ich das viel, hier ist der Winkel viel zu groß. Das sieht man schon so, das kann denn ja nicht funktionieren. Ne? Also das muss ich ein klein wenig genauer machen. Ich bin nach dem Frühstück hier ran und habe dann einen Winkel dran gemacht und hier drei solche Winkel hingestellt und dann ging das und dann schon voll die Vorfreude, so yes, das geht, und dann habe ich hier vier solche Winkel dran geschraubt und dann ging es nicht mehr und dann habe ich gedacht, okay, jetzt noch mehr Winkel da dran, so, ja, dann es ging zu schnell, nicht? Man müsste das genau ausmessen, habe ich nicht gemacht, und wenn man das eben nicht macht, dann wird es nicht funktionieren. Also, hier bastel ich dann auch noch mal ein bisschen weiter. Was ist denn mit meiner Kamera hier los, ey? Sorry, dass ich gerade mal so drauf rumwisch. Mit ein bisschen Pech konnte man jetzt die ganze Zeit nicht richtig erkennen. Scheiß. So, okay. Also, vielleicht demnächst auf diesem Kanal das funktionierende Drehrad mit Magnetantrieb. Oder so ähnlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.